Veronika, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, heute hier zu sein. Der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt werden können und ich finde auch der Ort hätte nicht besser gewählt werden können. Horst weiß das mittlerweile, wenn man hier vorne redet, einmal im Jahr, dann ist man bei der Jahreshauptversammlung bei der Hohen Messe der Landwirtschaftskammer. Die findet immer hier in diesem Saal statt und insofern besser hätte der Landesverband den Ort nicht aussuchen können. Und der Zeitpunkt natürlich auch nach der Niedersachsenwahl. Monika hat es erwähnt, wir haben unsere Zuwächse in Niedersachsen auch und insbesondere im sogenannten ländlichen Raum mit sogenannten ländlichen Themen erreichen können. Und Monika, ich würde nicht sagen, dass wir Niedersachsen jetzt folgen müssen. Die Tendenz zu überproportionalem Zuwachs, gerade im ländlichen Raum, den können wir, glaube ich, auch an den Wahlergebnissen 2010 und 2012 bei der Landtagswahl hier in Nordrhein-Westfalen nachvollziehen. Insofern ist das gut gewählt, eine solche thematische Schwerpunktsetzung hier und heute jenseits von Wahlen zu machen, um uns aufzustellen, um Konzepte auf den Weg zu bringen, um miteinander zu diskutieren. Und dazu will ich auch gerne einen ersten Impuls geben. Ja, zu den bekannteren und berühmten Fachleuten in Fragen des ländlichen Raums zählt bekanntlich Janosch. Seine Fabel »Oh, wie schön ist Panama« erzählt von Tiger und Bär, die an einem Fluss leben und das im Grunde nicht schlecht. Der Bär geht jagen, der Tiger erntet, gesunde Nahrung gewonnen, mitten in idyllischer Natur. Doch es kommt, wie es kommen muss, eine geheimnisvolle Botschaft, geschrieben auf eine im Fluss treibende Holzkiste, scheucht die beiden auf, Panama. Panama, da müsste man leben, nicht hier auf dem öden Land. Die beiden Freunde machen sich also auf, ziehen weg aus ihrer Heimat und nach ganz vielen Begegnungen kommen sie endlich zusammen mit einer Krähe und fragen nach dem Weg. Die Krähe klettert auf einen Baum und zeigt ihnen das verheißene Land. Tiger und Bär marschieren weiter in die angezeigte Richtung und kommen schließlich an ihr Ziel. Und das ist nirgendwo anders als zu Hause, wo sie herkommen. Oh, wie schön ist Panama, lässt sich lesen wie eine Liebeserklärung an das, was so spröde ländlicher Raum heißt. Seine Natur, sein Reichtum, Schönheit, Vertrautheit und durchaus für uns ambivalent Heimat. Wobei in den Wahlbefragungen unserer Wählerinnen und Wähler, zuletzt vom Bundesverband gemacht, fand ich interessant, dass bei Wertebegriffen der Begriff Heimat für unsere Wählerinnen und Wähler vor dem Begriff Zukunft steht. Das macht deutlich, Heimat ist auch für uns, für unsere Wählerinnen und Wähler, ein Begriff, der verbunden ist mit Werten und mit vielleicht auch Sehnsüchten. Heimat als Ort, nicht irgendwas Verstaubtes, sondern da, wo man Boden unter den Füßen hat, wo man einen Standpunkt hat. Und ich bin davon überzeugt, man kann eigentlich die Herausforderungen, die vor uns liegen, nicht bewältigen, wenn man keinen ordentlichen Standort hat, wenn man nicht weiß, wo man herkommt. Wie wollen wir in der Welt Antworten geben, wenn wir nicht sagen können, wo wir herkommen? Also es geht um die Wiederentdeckung des ländlichen Raums, seiner Stärke, seiner Potenziale, der Bewältigung der Krisen und auch der Spannungsfelder. In der Diskrepanz zwischen der Frage, ist das eigentlich ein Auslaufmodell oder ist der ländliche Raum Zukunftswerkstatt? Ich will am Eingang des Werkstattgesprächs ein paar wenige Thesen, drei aufstellen, die mir wichtig erscheinen. Horst wird dann später die Leitlinien auch der Politik des Hauses und des Ministeriums vorstellen. Erste These: Die Zukunft des ländlichen Raums ist keine Neben-, sondern eine Hauptsache unserer grünen Politik. Vielleicht ein paar Zahlen: 90% der Fläche der EU zählen zum ländlichen Raum, über 60% der Bevölkerung EU-weit leben im ländlichen Raum. Das ist eigentlich die Politik, die am meisten europäisiert ist, die Agrarpolitik. Das ist ja auch der eigentliche Impuls der Europäischen Gemeinschaft. In sogenannten ländlichen Räumen werden rund 45% der Bruttowertschöpfung erzeugt und
50% der Arbeitsplätze sind hier zu Hause. Für die Bundesrepublik sieht das etwas anders aus. 80% der Fläche ländlicher Raum, beinahe die Hälfte der Bevölkerung lebt hier. Ein Drittel der Wirtschaftsleistung wird erbracht. 23 Millionen Arbeitsplätze sind hier angesiedelt. In NRW sind es ungefähr ein Drittel der Menschen, 75% der Fläche. Aber Nordrhein-Westfalen ist nach Bayern und Niedersachsen, was kaum einer weiß, der drittgrößte Agrarstandort in Deutschland. Gut 400.000 Arbeitsplätze hängen an der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen, damit ein wirklich bedeutender Wirtschaftszweig. Viele Zahlen sollen eins klar machen. Wir reden auf der einen Seite zu Recht vom Industriestandort Nordrhein-Westfalen, auch von den Perspektiven, die mit dem Industriestandort verbunden sind. Und wir sollten mehr reden vom sogenannten ländlichen Raum oder besser gesagt von den ländlichen Räumen, weil den ländlichen Raum als Kategorie gibt es eigentlich nicht. Es gibt unterschiedliche ländliche Räume. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen eigentlich einen ganz besonderen ländlichen Raum, nämlich eigentlich Industrieregionen im Grün. Nur ganz wenige Regionen in Nordrhein-Westfalen entsprechen der klassischen Vorstellung von ländlichem Raum. Fast die Hälfte der Arbeitsplätze in den Boomregionen Südwestfalen, Münsterland, Ostwestfalen sind Industriearbeitsplätze. Und das macht auch die Schwierigkeit, aber auch die Chance einer Politik für den ländlichen Raum in Nordrhein-Westfalen aus. In dem Spannungsfeld zwischen den Anforderungen an Versorgung und Ernährung einerseits, der wegbrechenden oder wahrscheinlich wegbrechenden Infrastruktur und dem demografischen Wandel andererseits, aber gleichzeitig auch den Anforderungen an den Staat, beispielsweise im Bereich der Bildung, hier für Strukturen zu sorgen, ist ein weites Feld zur politischen Gestaltung. Zweite These: Der ländliche Raum durchläuft zurzeit tiefgreifende Transformationsprozesse. Wie alle gesellschaftlichen Lebensbereiche ist gerade der ländliche Raum besonders betroffen von diesen tiefgreifenden Wandlungen innerhalb der Gesellschaft, aber auch innerhalb der Politik. Ich will das an vier Aspekten verdeutlichen. Demografischer Wandel, Ernährung, Landwirtschaft, Artenvielfalt, Infrastruktur und Energiewende. Demografischer Wandel, das ist euch allen geläufig, weniger älter, bunter, das gilt für den ländlichen Raum in zugespitzter Form, Alterung der Bevölkerung, Wegzug junger, gut ausgebildeter Menschen, besonders Frauen. Bevölkerungsrückgang, der unmittelbar mit Wirtschaftsentwicklung, Erwerbsmöglichkeiten, Lebensqualität zusammenhängt, Infrastruktur, etwa im Bereich von Bildung und Gesundheit. Das ist eine ernste Herausforderung, wie hier diese Anforderungen zukünftig gestaltet werden müssen. Ihr kennt das, erst stirbt die Schule, dann stirbt das Dorf. Das ist die Entwicklung, die wir heute vielfach im sogenannten wirklichen ländlichen Raum sehen. Andererseits gibt es viele weiche Standortfaktoren, aus Sicht der Wirtschaft zum Beispiel, die für die Zukunft im ländlichen Raum sprechen. Beispielsweise günstige Produktionsbedingungen, relativ stabile wirtschaftliche Strukturen, viele kleine, mittlere Unternehmen, niedrige Arbeitslosenquoten. Wenn man das Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen ausnimmt, haben wir im sogenannten ländlichen Raum fast Vollbeschäftigung, Arbeitslosenquoten wie in Bayern und Baden-Württemberg. Und die Wirtschaftsstruktur ist auch durchaus vergleichbar. Wir haben günstige Grundstückspreise, hohes Bildungsniveau, attraktives Wohnumfeld, also im Prinzip arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Weitere Pluspunkte natürlich, die weiche Faktoren sind regionale Identitäten, Bürgernähe, Bürgersinn, Überschaubarkeit statt Anonymität und Unübersichtlichkeit. Der eine mag das als Idylle beschreiben, andere wiederum Biedermeier nennen, aber es spricht was für die Attraktivität im ländlichen Raum. Zweites Stichwort hier: Ernährung, Landwirtschaft, Artenvielfalt. Gerade hier stellen sich die Anforderungen besonders. Weltweit, wenn man das mal in der Perspektive sieht, 2050 werden nochmal 2 Milliarden Menschen mehr auf der Welt leben.
All die Menschen wollen Energie, Ressourcen, wollen gut ernährt werden. Und wir schaffen es, heute nur gut 6 Milliarden von den 7 Milliarden satt zu bekommen. Eine andere Zahl, die dazugehört, 47% unserer Getreideproduktion weltweit wird nur direkt verkonsumiert. Der Rest geht in Futtermittel und in Energieproduktion. Da stimmt was nicht in der Verteilung und so wird das nicht zukunftsfähig sein. Deshalb stellt sich hier was ganz Besonderes an Herausforderungen für uns dar. Eine andere Zahl, die mir immer einen Schauder verursacht, steht im nicht so oft beachteten Welternährungs- und Weltagrarreport. Wir könnten mit der landwirtschaftlichen Fläche, die wir weltweit haben, trotz Wüstung, trotz Klimawandel 12 Milliarden Menschen sicher und gut ernähren. Also das ist nicht gerecht, wie es zurzeit verteilt wird und ist auch nicht richtig orientiert, wie Ernährung stattfindet. Gleichzeitig haben wir aber an den Börsen weltweit die zunehmende Tendenz, dass über Agrarrohstoffe, Rohstoffe insgesamt, mehr spekuliert wird, intensiver spekuliert wird als an den Finanzmärkten. Und deshalb ist die Herausforderung, wenn wir auch eine Ernährungssouveränität zukünftig sicherstellen wollen, zwar nicht gegen den Weltmarkt zu arbeiten, aber auf regionale Kreisläufe zu setzen, hier stärker sozusagen regional zu orientieren, um möglichst unabhängig von diesen zunehmend volatileren Märkten zu werden. Das gleichzeitig einhergehend mit einem enormen Druck auf die Fläche. Trotz einer Strukturveränderung, weniger landwirtschaftliche Betriebe, haben wir einen enormen Druck auf die Fläche. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise die höchsten Pachtpreise in der ganzen Bundesrepublik. Und bei der Artenvielfalt sieht es auch nicht besonders gut aus. 40-45% der Pflanzen und Tiere, auch in Nordrhein-Westfalen, sind vom Aussterben oder sind kurz davor bedroht. Und das hat insbesondere was mit der intensiven Landbewirtschaftung zu tun. Also eine vielfältige Aufgabenstellung, gerade für den ländlichen Raum. Hier geht es um Ressourcen, hier geht es um Wertschöpfung, aber hier geht es auch eben um Natur und zukünftige Strukturen für bäuerliche Betriebe. Drittes Stichwort: Infrastruktur, Bildung und Verkehr hängt miteinander zusammen. Ich bin der Überzeugung, dass viele von den Herausforderungen, die da zukünftig auf uns zukommen werden, ihre Lösung im ländlichen Raum erstmalig finden. Um nicht vermessen zu sein, aber ein wenig glaube ich schon, dass die Zukunft vom Lande kommt. Hier werden die Konzepte gemacht, um aus ganz naheliegenden Erwägungen Bildungsangebote in der Breite noch vorzuhalten. Nicht mit ideologischem Hintergrund bestimmte Schulformen anzubieten, sondern einfach aus dem Pragmatismus heraus alle Schulformen vor Ort noch anzubieten. Die ersten Impulse für eine Schulreform hin zu einer einheitlichen Sekundarschule oder einer Schule für alle, wie wir das nennen, die kamen und kommen aus dem ländlichen Raum. Impulse, wie wir in unser Gesundheitswesen zukünftig besser auch eine Versorgung gewährleisten, das sind Impulse, die aus dem ländlichen Raum kommen. Und natürlich in Sachen Energiewende sind die Zeichen und die Wegmarken im ländlichen Raum gesetzt worden. Also, die These ist nicht so falsch. Hier ist ein Zukunftslabor, eine Zukunftswerkstatt, die auch für andere Impulse geben kann. Da bin ich beim vierten Stichwort: Klimawandel und Energiewende. Gerade hier tun sich gute und neue Perspektiven für den ländlichen Raum auf. Sei es bei Investitionen in Erneuerbare, sei es im Bereich der Landwirtschaft. Vorne mit dabei in der Tat immer Photovoltaik, Biogas, Brennstoffe, Biomasse. Aber es hat eben auch Schattenseiten, Ansprüche an Fläche, Vermeisung, Tank oder Teller sind hier die Stichworte. Aber grundsätzlich ist das erste Mal seit über 20 Jahren, dass Entscheidungsprozesse, die immer weiter weg von den Menschen verlagert worden sind, von der kommunalen zur Landes-, zur Bundesebene, zur europäischen Ebene, sodass die Menschen vielfach gefragt haben, ja, was können wir denn überhaupt noch mitentscheiden? Jetzt erstmalig die Chance besteht, im Rahmen von Energiewende und Klimaschutz wieder Wertschöpfung vor Ort zu generieren, damit auch Geld zu verdienen, die kommunalen Einnahmen zu stärken und eigene Entscheidungsmöglichkeiten wieder stärker zu haben. Das ist auch eine Perspektive, die eng verbunden ist mit unserer Vorstellung von Energiewende und Klimaschutz,
dezentral zu organisieren und damit auch wieder Wertschöpfung zurückzubringen. Nur auch an dieser Stelle eine Zahl. Zurzeit beläuft sich die Wertschöpfung in Sachen Energie dezentral auf gut 10 Milliarden mit steigender Tendenz. In 3 Jahren rechnen wir mit 13 Milliarden an Wertschöpfung, die hier insbesondere auch im ländlichen Raum in Sachen Energiewende und erneuerbare Energien stattfindet. Meine dritte und letzte These ist Politik der ländlichen Räume von unten, und da kommt es auf die endogenen Potenziale an. Ich komme zurück auf Janosch. Die Pointe der Geschichte war ja, die Chancen des ländlichen Raums stecken nicht außerhalb, sondern in ihm selbst. Das heißt also, nicht weglaufen ist die Devise, sondern da bleiben und hinsehen. Was hat unser Land zu bieten? Wo sind die Stärken? Wo sind Werte vielleicht, die noch nicht entdeckt sind? Ich habe vor 2 Jahren eine sehr interessante Reise nach Österreich gemacht. In Österreich gibt es schon eine sehr viel stärkere Entwicklung von ländlichen Räumen hin, eigene neue Wertschöpfungen, die aber vielleicht auf alten Werten beruhen, zu entdecken. Und in einer Region hat ein konservativer Kollege aus dem Landtag der Steiermark mir gesagt, ich bin froh, und das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen, ich bin froh, dass wir keinen Autobahnanschluss haben. Ich bin froh für meine Region, dass der nächste Autobahnanschluss 60 Kilometer weg ist. Weil wir haben hier einen Wert, nämlich die Ruhe. Die Ruhe ist ein Wert für unsere Region, und wir setzen diesen Wert in Wert. Also sie bewerben diese Ruhe massiv. Und eine Region, das ist nicht das Einzige in dieser Region als Wert, aber mit einer Kombination von solchen Werten, sagen Sie, mittlerweile können Sie auch wieder Wertschöpfung erzielen, weil nach einer langen Zeit der Depression wieder Menschen in die Region ziehen, neue Arbeitsplätze entstehen, junge Familien kommen, weil das offensichtlich ein Wert ist, den Menschen zunehmend schätzen. Ich will das nicht darauf fokussieren, aber solche Werte in ländlichen Räumen wiederzuentdecken, das ist, glaube ich, auch eine Folgerung und eine Aufforderung an unsere Politik. Also nicht das von außen zu suchen, den Patron zu spielen und das Gute für den ländlichen Raum zu tun, sondern mit den Menschen zu überlegen, was sind die Stärken, die wir nach vorne stellen können, und wie können wir diese Stärken blank putzen, nach außen tragen und damit auch Wertschöpfung erzielen. Also nicht Politik für jemanden machen, sondern Politik mit den Menschen im ländlichen Raum zu machen. Ich glaube, das könnte eine Marke sein, die insbesondere grüne Politik kennzeichnet. Also mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, mit den Kommunen, mit den Ärztinnen, mit den Lehrern, mit den Landwirten, mit den Försterinnen und Förstern, mit den Jungen und Alten, und das in Richtung Zukunft, ausgehend von einem guten Standort Heimat. Herzlichen Dank und gute Diskussion.